Hallo ihr Lieben, ich beginne diesen Beitrag mit der gemeinsamen menschlichen Erkenntnis der Unwissenheit und schlage in dieser Demut eine gesunde Reise des Bewusstseins vor. Wir alle teilen die Unwissenheit gegenüber unserer höheren Realität oder wo wir nach unserem menschlichen Verstand annehmen würden, dass dieses künstliche Wort hier seinen Einsatz verstehen darf. Einfach gesagt, wissen wir nichts urteilen oder stigmatisieren, aber wie die Weltmeister, da der Hunger des ignoranten Egos nicht in Demut lernen und sein reaktionäres Paradigma verteidigen will. Doch was verteidigen wir eigentlich, wenn die Gerechtigkeit uns doch zu verstehen gibt, dass wir ganz klare Beweise einer jeden Perspektive berücksichtigen sollten, um ein abgeschlossenes Urteil aussprechen zu können? solange wir also nur lernen und nicht vollwertig verstehen noch bewerten können, sollten wir also den unbekannten Erfahrungen viel mehr Glanz verleihen und unsere von Menschen erdachten Ideen mit Vorsicht genießen. Denn solange unzählige Menschen in dieser Version des Systems keine Heimat finden und sogar psychisch erkranken, sollten wir niemals den sozialisierten Druck vertiefen, sondern Großteile des elitären Wachstums aufgeben, um ja, den eigentlichen Geschenken bzw. Seelen auf dieser Erde eine gesunde Wahl anzubieten. Unsere Wahl lautet dann aber oft, Einrichtungen aufzusuchen, die unsere Probleme bestätigen, und heuchlerisch dabei helfen wollen, wieder in diesem staatlichen Gebilde zu funktionieren. Doch habt ihr mal darüber nachgedacht, dass die kosmetisch gesunden und normalen Menschen eigentlich ins Abseits gehören und vor allem diese Menschen dann <laughs> ähm, eigentlich Einrichtungen aufsuchen sollten, wo sie sich dann das erste Mal in ihrer unreflektierten Dummheit erkennen können? Wir setzen also auf die Ideen unserer begehbaren Erfahrungen und müssen doch feststellen, dass unsere Chance auf Weisheit von zwei ungünstigen Herausforderungen begleitet wird. Diese Herausforderungen nennen sich Stolz und Ego. Deshalb sprechen wir jetzt über die gewöhnlichen Vorbereitungen unserer Gesellschaft. Also du bist, was du auswendig lernst und nichts anderes. Oder etwas anders gesagt, Entweder du bist der aktuelle Trend oder wir erkennen dich nicht mehr als Teil der sozialen Gesundheit an. Ein, eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium, ein gutes Schulzeugnis, ein guter NC bedeutet eigentlich nur, in dem zugrunde liegenden System bestanden zu haben und das alte Ständedenken aufzuwärmen. Du hast in diesem Augenblick nichts erreicht. Denn die Natur kennt unsere Vergleiche und Worte nicht. Auch die geistige Heimat betrachtet uns nach ganz anderen Werten. Wann hast du also etwas erreicht? Vielleicht kennst du das Gefühl, irgendwann im Laufe deines Lebens deine Begabungen plötzlich entdeckt zu haben und plötzlich so aus dem Nichts ein kreatives Ergebnis vorbereiten zu können. Etwas Künstlerisches, vielleicht auch sogar wissenschaftliches etwas soziales was auch immer es sein mag dieser geistige Impuls ähm, dieser geistige Impuls ja identifiziert sich nicht nach irgendeinem konditionierten Herrschaftsinstrument dieser Teil ist deine unerklärliche und vielleicht auch mystische Begleitung der eigentlichen Realität dieser Teil in dir er schafft nach deinem eigenen Bewusstsein und nicht nach dem Willen einer anderen Gesellschaft. Wie sollst, wie sollst du auch deinem Geist begegnen, wenn man dir von jung auf schon nur das primitive Auswendiglernen näherbringt und die konditionierte Bestrafung nach einem Wertesystem oder Schulsystem dann greift? Du kennst in den jüngsten Du kennst nach den jüngsten Vergleichen ja schon fast gar nichts mehr, ob du nach dem Sinne des Schulsystems gut oder schlecht bist, ob du nach sonstigen Abbildern der Gesellschaft gut oder schlecht bist, auch nach optischen, kosmetischen Werten. Die Dummheit des Menschen braucht leider diese Ordnung, da die Qualität der Liebe und Kreativität zu anspruchsvoll und doch gleichzeitig bestimmend ist. Außerdem möchte der Mensch nach seiner physischen Option des Universums nach primitiven Beweisen herrschen, da die nicht sichtbaren Elemente ja ziemlich ungünstig mit dem Stolz korrelieren. Es ist ja, ist es nicht ein wirklich paradoxes Geschehen, zu wissen, dass die nicht sichtbaren Einflüsse die mächtigste Realität ausmachen und wir gleichzeitig auf diese in großen Teilen aber dann doch verzichten und doch aber gleichzeitig vom Menschen verlangen, er müsse nach dem gegenwärtigen System seine Leistung anbieten. Wer etwas studieren will, um etwas zu sein, der wird nie etwas sein. Zwinge dich nicht ins staatliche Labyrinth, das sind alles nur künstliche Ideen wirtschaftlicher Bequemlichkeit. Natürlich auch Dummheit. Wahre Kunst ist eine seelische Begabung. Genau dieser staatliche Druck führt zusätzlich zu diesen Psychenstörungen. Menschen fühlen sich leider immer erst dann erfüllt, wenn sie ein Blatt Papier, eine Illusion in den Händen halten, weil das Schulsystem nun mal leider auf reaktionären Stühlen sitzt. Überall nur sozialer Druck und sinnloses Auswendiglernen. Doch wer das System nicht bedient, wird stigmatisiert. Deine Seele ist in diesem Universum etwas Existenzielles, etwas Besonderes. Mache deinen Wert niemals von einer temporären Kultur abhängig. Du selbst bist die Größe deiner Gedanken und Vielfalt. Und das werden wir jetzt nochmal vertiefen. Na, denn wer den psychosomatischen Krankheiten ein Ende bereiten will, der sollte nicht nur das biochemische und wirtschaftliche Potenzial studieren, sondern Liebe und Kreativität als entscheidende Maxime kultivieren. Um euch die verzerrte Realität der erhofften Intelligenz etwas näher zu bringen, solltet ihr vielleicht mal ein Experiment vorbereiten und euch dann fragen, welche natürlichen oder eben existenziellen Elemente seit dem jüngsten Bestehen der menschlichen Existenz vorhanden waren. Nichts von all dem, was euch mehr oder weniger Erfolg bescheinigt, war in dem Augenblick der jüngsten Realität vorhanden. Bewusstsein war scheinbar das Licht des Seins. Diese Frage können wir jetzt ähm, natürlich auch nur mit einfachen Worten beantworten, da wir die ja unzähligen Prozesse sämtlicher Realitäten eben nicht verstehen können oder jetzt nicht verstehen können und schon gar nicht das jüngste Mysterium der Schöpfung. Doch eine Sache, können wir festhalten dass alles das was uns heute ausmacht und uns ja einen gewissen wert oder eine niederlage verschafft das gefühl dahinter nach dieser künstlichen ordnung dass das nur eine künstliche idee des menschen darstellt doch ideen sind plastisch unser gehirn ist eigentlich nur ein opfer einer jeden kultur und relativen prägung wir identifizieren uns nach diesen gewohnheiten unserer kultur da unser bewusstsein von sehr komplexen emotionen begleitet wird und es uns doch und es uns dadurch noch leichter fällt durch manipulierende suggestionen an verzerrungen zu leiden dieses leid ist aber kein reflektiertes symptom da es uns oft gar nicht bewusst ist, in welchem Haushalt wir wirklich sitzen und dass vielmehr die anderen Menschen wegen unserer Verzerrung leiden, obwohl wir ja glauben, wir führen die Gesundheit aus, wir führen einen Erfolg aus. Das ist absolut relativ. Der Mensch hat immer mehr Maßstäbe für seine Gesellschaft erschaffen, um noch mehr Vergleiche zu erkennen, wann wir etwas Besseres sind und eben nicht. Doch wer stellt uns hier auf Erden ein Dokument aus, ob wir Liebe gegeben haben und einen Menschen bereichert haben? Ob wir uns selbst nach unserem kreativen Geist bereichert und mutig einen Weg gegangen sind? Ob wir einem Menschen treu waren und ihn nicht verletzten? Und wie notwendig eine kultivierte Liebe ist, zeigt das Ergebnis der nicht empathischen Persönlichkeitsstörungen auf dieser Erde. Diese Menschen wurden Opfer in ihrer Kindheit und alles, was diese Menschen heute oft noch anbieten können, ist die primitive, psychotische Vernichtung anderer Lebewesen. Ein maximales, destruktives Verhalten ohne jegliche Liebe und Empathie. Diese Störungen belasten unsere Gesellschaft und ja, entstanden eben nicht durch weniger leistung in der schule sondern durch weniger liebe in der kindheit aus allen dimensionen ruft die vernunft so laut dass vor allem die vielen millionen zeugen der nahtodforschung uns immer wieder sagen wir müssen uns unbedingt für die liebe entscheiden doch welche menschen treten heute schon offiziell für die liebe und toleranz ein für die gemeinschaft ja, eure sogenannten toleranten Linken? Diese Menschen sind oft noch kleingeistiger als Nazis und kompensieren ihre brüchige Vergangenheit einfach nur mit doppelmoralischen Dynamiken. Dort findet ihr die meisten nicht-empathischen Persönlichkeitsstörungen. Narzissten, Borderliner. Diese Menschen treten nicht für die Liebe und das Universum ein, oh nein, sondern für ihre ideologische und engständige unreflektierte psychotische. Dummheit. Jedes politische bzw. ideologische Gesicht verliert seinen liebenswürdigen Boden durch die unreflektierte Gruppendynamik. Das gilt für alle Gruppen oder Subkulturen hier auf dieser Erde. Ich habe jede Subkultur bis aufs kleinste Detail studiert. Die Menschen bleiben überall nur Opfer ihrer neuronalen Konsequenzen. Wir brauchen einen neuen Weg und Falls ich sterbe, verwendet bitte alle meine Vorträge als einen neuen Zeitgeist. Lernt euch endlich in eurer neuronalen Kultur zu identifizieren und verwendet die verifizierten Dokumente aus der Nahtodforschung, um den Gehalt eurer Seele oder um dem Gehalt eurer Seele einen irdischen Fahrplan zu geben. Ich selbst kenne das Gefühl sich einmal in diesem pseudosozialen Gebilde zu verlieren. Und ich verstehe sehr gut, ja, wie wenig man von all dem dann versteht, wenn einmal, wenn man einmal in dieser Stereotypenbildung verhaftet. Und dann reagiert man nur noch mit den primitiven Ressourcen seiner Persönlichkeit oder seiner verzerrten Persönlichkeit, die Abdrücke des Egos. Der Stolz. Ich möchte euch zum Ende noch einmal den einfachsten Beweis der sozialisierten Dummheit darstellen und wie unreflektiert man seinen biologischen Idiotenkopf als Mittelpunkt des Universums verteidigt. Kennt ihr den Effekt, wenn die menschliche Sippe plötzlich nach bestimmten Phrasen eine Lächerlichkeit darstellen möchte, wenn man Themen wie zum Beispiel außerirdische Ufos, Geister und sonstiges Paranormales bespricht. Mit anderen Worten, der Mensch lacht darüber, dass er sich selbst im Spiegel erkennen und somit seinen Anteil an diesem Universum bestätigen kann. Der Beweis also schon längst zu Füßen liegt. Der Beweis, welche Möglichkeiten dieses Universum für sich reserviert. Denn aus einer anderen Perspektive sind wir ja eigentlich auch nur außerirdische. Diese einfache Logik dahinter kann der Mensch scheinbar nicht abgreifen. Und damit lässt sich dann ganz einfach beweisen, dass diese Gesellschaft auf sozialisierte Dummheit aufbaut. Man kann nicht über andere Existenzen lachen, wenn man selbst ein Teil der Existenz ist. Weshalb sollte man überhaupt über etwas lachen, was nicht Bestandteil der eigenen sensorischen Ordnung ist? Demnach, ja, müssen wir alle unsichtbaren, auch physischen Prozesse auslachen. Die sind einfach nicht da, obwohl sie die, das gesamte Gebilde der Realität begleiten. Ja, das, menschlich, das menschliche Gehirn reicht oft nicht aus, um ganz einfach zu verstehen, dass unsere begehbare Ordnung der Realität nur eine Option von Milliarden Variablen ist, von unzähligen Dimensionen. Der Mensch kann seine demütige Notwendigkeit leider selten abgreifen, da seine biochemische Dominanz ganz andere Motive kultiviert hat. Doch vergesst auch eine Tatsache hier auf Erden nicht, Natürlich brauchen wir eine Gestaltung der Ordnung und unsere menschliche Erfahrung benötigt heute auch viele Berufe und Systeme. Und diese sind auch eigentlich einer genialen Idee entsprungen, um unseren physischen Erfahrungen mehr Gehalt zu verleihen. Doch wenn wir diese nötige Kritik oder Aufklärung nicht, wie in diesem Beitrag dargestellt, verwenden, so können wir nicht verstehen, dass wir von menschen erdachte begleitungen von den seelischen qualitäten trennen müssen vieles lässt sich auch miteinander verbinden wenn ein aufgeklärtes bewusstsein sein wenn ein aufgeklärtes bewusstsein ein reflektiertes interesse an sich nimmt und der liebe aber, im, der liebe aber in erster konsequenz immer treu bleibt und hört auf, in Worten und Schubladen zu denken. Etikettiert euch nicht nach emotionalen Erfahrungen, die eigentlich doch nur von ideologischen Kleidern getragen werden. Denkt in Bewusstsein, Zusammenhalt, Kreativität, Liebe und Hilfsbereitschaft. Auch mit viel Humor und Selbstironie. Bleibt vor allem auch sehr munter bei der Frage, weshalb ein Mensch so ist, wie er ist. Denn eigentlich ist der Mensch nur ein Roboter der euch eure gelebte Realität verkörpert, denn sein Gehirn wird euch Zeugnis legen, ob ihr eure Kultur liebevoll und flexibel gestaltet, damit dann jede friedliche Seele ihr Licht gewinnt. Vielen Dank für eure Zeit, bleibt gesund,